herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Oh, was macht er jetzt? So. Ich habe mir überlegt, tagsüber finde ich es irgendwie cooler. Und auch mit Licht und sonstiges. Deswegen spule ich schnell zum Tag des... Ach Mist. Es war ja noch nicht ganz Nacht. Also schnell eine halbe Stunde vorspulen. So. Weil die Stimmung gefällt mir tagsüber irgendwie besser und da gibt es auch mehr Musik und so. So, die Gyptomaske brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, es kommen keine Zombies mehr, selbst im Dungeon nicht. So, der Felsenturm. Im Grunde genommen ist das eine Kletterwand, die wir hier emporsteigen müssen, um in diesen Dungeon hier zu kommen. Und ja, es funktioniert so, dass es hier drei Plattformen gibt. Eins, zwei, oh. Timer noch nicht gestellt. 1, 2 und 3. Und dazugehörige Schalter. Jetzt wenn wir den hier betätigen, seht ihr schon, verschiebt sich der Schalter. So, und ich weiß gar nicht, gut, das wird ein bisschen... Menü hin und her. Okay. So. Ah. Nee. Ach, stimmt. Das braucht man bei dem Ding. Das war schmerzhaft. So. Aua. Jetzt reicht's aber. Okay, Nummer 1. Nee. Dieses Lied werden wir jetzt noch sehr häufig hören. Im Dungeon zum Glück nicht so häufig wie jetzt. Bei der Kletterwand. Und im Grunde genommen ist diese Melodie dazu da, dass Schalter gedrückt bleiben. So. Und ja, der kleine Deku ist im Grunde genommen für manche Schalter zu leicht. Wie zum Beispiel für den. Also brauchen wir die anderen zwei. So. Weiter hoch. So. Nee, falsch. Als nächstes als Krone. So.
Statuen sehen immer relativ gruselig aus. Es gibt ja auch zum... Hoppala. Zur Link-Statue. Gibt es auch eine Creepypasta, also eine gruselige Geschichte. Okay, nächster hier. So, aua! Aua! So. Von hier aus geht's. So. Und letzter Schalter. Schon ist wieder eine Brücke vorhanden. Wie sieht denn sein eigentlich aus? Sehr überrascht. Die drei kann man wieder ignorieren, oder? Ja. Komm ich hin? Ja. So. Hey. So. Checkpoint.
Gut, Nummer 1. So, das war das letzte Mal. Schnell speichern. Und weiter geht's. Willkommen im Felsenturmtempel. Gleich mal die Felsmaske, dass wir mit weniger Gegnern zu tun haben. Dann halt nicht. Erstmal sich um die und da haben wir auch noch eine. So, ihr seht, wir haben hier auch wieder ein paar Schalter. So, wir haben ein paar Schalter. Wie ihr seht, hier ist eine leichtbrüchige Wand. Und diese Kiste stellen wir gleich auf den ersten Schalter. Denn wir haben vier Schalter, aber der Dekolink ist viel zu leicht. Also brauchen wir die Kiste. Auf den großen kommt der Gorone. Und zu guter Letzt Link auf den letzten Schalter und das Tor öffnet sich, würde sich aber gleich wieder schließen, wenn ich runtergehe, also noch schnell eine Statue draufstellen. Thank you.
So. So, ich habe mal Licht geschaffen. Und mit dem Licht kann ich den Weg frei machen. Na? So, der Grone ist immun gegen Lava. Hey! Ah, sehr gut. Der war leer. Auch leer. Auch leer. Schade. Mist. Was haben wir hier? Ah, die letzte Karte in diesem Spiel. Ah, Bomben. So. So, als Belohnung für die Beseitigung dieser drei gibt es eine nächste Kiste mit einem Schlüssel. Gut. Hier unten gibt es nichts mehr zu tun, also ab nach oben. Ah, das Viech ist wieder da. Keine Zeit, ich muss hier durchs Schlüsselloch. Ich sehe Wasser, also Sora. Oh. Ah, Mist. Ah, komm. Ja, wieder zu spät. Zu früh. Das war Dummheit als... Ach, hier kotzt mich die Karte wieder an. So. Das gibt's doch nicht. Muss ich ganz runter? Scheint so.
Ah, knapp. Noch. Ja, schnell speichern. So. So, was haben wir hier drin? Das alles für einen kleinen Schlüssel hat sich doch gelohnt. Ups. Ah, eine Truhe. Ach, die hinterlassen gar nichts. So, was gibt's jetzt nichts? Okay, auftauchen und auf dem Mittelsteg, okay. Ah, okay, hier muss ich nichts Kompliziertes machen. Hä? Was wird da geredet? Irgendwo ist... Ach, da oben. So weit unten. Zwischen, das sind alles Feen in Truhen. Heißt, ich mache das umsonst, aber na gut. So, diese Spiegel nehmen Licht auf und wenn ich mit dem Schild weggehe, strahlen sie es wieder aus. Und da kann ich ein bisschen was üben. Ich weiß gar nicht, hören die irgendwann auf? Ist ja wurscht. So, das müsste reichen. Genau. Und eine weitere Kiste. Was haben wir drin? So, nun zum Schlüssel. Ah, endlich wieder volle Leben. Gut, jetzt brauchen wir einen Corona. Eins, zwei. Drei. Ah, okay. Die interessierten Scheiß. So, was haben wir denn hier?
So, okay. Mist. Ich glaube, da geht eine ganz einfache Methode. Und schon lässt er uns in Ruhe. So, ich glaube, das reicht. Und schon geht's weiter. Und hopp. Mist. Ah gut, der ist jetzt weg. Heißt, beim nächsten Versuch geht's besser. So. Sehr gut. Keine Sorge, in dieser Kiste befindet sich nur eine Fee. Also wir verpassen nichts. Bassraum. Mist. Weißt was? Du mit deinem scheiß Feuer? Mist daneben. Ach, er blockt den Scheiß. Hmm.
Ah, jetzt hat. Easy. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berührt das heilige goldene Licht das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels, so tritt eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte, nun gehe ich dahin still und ungesehen. Hat er sich jetzt umgebracht, oder was? Dies ist das Gesetz der Garo. Was kriegen wir? So, er hat damit meinte er im Grunde genommen das rote Symbol vor dem Eingang, die es zur zweiten und letzten Phase des Dungeons führt. Und bis dahin würde ich gerne noch spielen. Müssten aber auch recht schnell draußen sein. So, als Belohnung haben wir die Lichtpfeile bekommen, das ist schön. Sehr schön. Okay, hier brauchen wir die Lichtpfeile. Entschuldigen Sie. Ich glaube. So. Sehr gut. Als Belohnung gibt es jetzt was? Ach, nur eine Fee. Ja, gut. Wir sind wieder im Innenhof. Nicht hauen. Ja, sehr gut. Schnell raus hier. So. Und schon haben wir die erste Hälfte des Dungeons geschafft. Ach. Weil ich im Dungeon die Energie des Herzens benutzt habe, muss ich es hier auch noch machen. Aber im Grunde genommen mache ich das zwischen den Folgen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal vor diesem roten Symbol, auf das ich einen Lichtpfeil schießen muss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!